Hallo Freunde, wir haben mal wieder was ganz Neues entdeckt. Das heißt, wir haben das gar nicht entdeckt, sondern es war wieder mal eine Empfehlung von einem Freund. Der liebe Ralf hat es ausprobiert, weil er nämlich Zucker einsparen muss und wir wollen auch ein bisschen weniger Zucker nehmen, weil ja überall Zucker drin ist. Und es wird euch oder vielen anderen eben auch so gehen, dass man Getränke mit weniger Zucker sucht. Wir haben jetzt hier was gefunden, das nennt sich Instick. Ein zuckerfreies Instant-Getränk. Hier, das war so mit drin, der Flyer war da so mit drin. Zuckerfrei, kalorienarm, kein Aspartam, muss irgend so ein Zuckerzeug sein, vegan und vor allem sehr ergiebig. Man braucht dafür einfach eigentlich nur Wasser. Oder Milch. Oder Milch. Es gibt so verschiedene Sorten. Ich habe jetzt hier erstmal mir ein paar verschiedene ausgesucht. Erstmal Eistee. Eistee mag ich gerne, weil du da schön Eis reinmachen kannst. Also nimmst dein Wasser, einen Liter, einen halben Liter. Die Sachen sind jetzt hier für einen halben Liter, 12 mal 0,5 Liter. Und wir zeigen euch einfach mal ein paar verschiedene Sachen. Also wie gesagt, Eistee. Dann habe ich mir gedacht, ich trinke halt gerne Cola. Ich brauche mal Cola. Und Radler hat sich für mich interessant angehört. Also habe ich mir Radler einfach mitbestellt. Ist ja eine Mischung aus Limo und Bier eigentlich. Probieren wir aus. Dann gibt es so Fruchtgetränke, Fruchtsaftgetränke. Ich habe mir da erstmal Mandarine und Mango genommen. Mit Mandarine haben wir so ja schon Buttercreme gemacht. Verlinke euch natürlich das Video am Ende, dass ihr da mal gucken könnt. Ganz lecker schmeckt dann die Buttercreme nach Mandarine. Hätte ich nicht gedacht, dass das wirklich so intensiv und geschmackvoll ist. Und dann gibt es noch ein paar Sorten für Milch. Also das ist jetzt nicht alles. Ich verlinke euch die Seite, dann könnt ihr da selber mal stöbern. Da gibt es noch, ich weiß gar nicht wie viel, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um mich da durchzuwühlen. Dann haben wir hier für Milch einfach Typ Schoko, wollte ich halt probieren. Karamell ist so mein Geschmack, was ich unbedingt haben wollte. Eiskaffee trinkt man im Sommer sowieso gerne. Und Banane ist so, habe ich mir gedacht, ist eine fruchtige Variante, müssen wir auch mal ausprobieren. Da gibt es auch noch, ich weiß gar nicht, Kirsch und Erdbeer und Krams, da gibt es so viele Sorten. Wir wollen heute mal anfangen mit Eiskaffee. Wir haben heute Schmack auf Eiskaffee und haben uns gedacht, das wird das Erste, was wir mal ausprobieren und euch zeigen. Also probiert haben wir es schon, aber um euch das zu zeigen, wie funktioniert im Video, wie einfach sowas zu machen geht. Wir haben jetzt hier diese Päckchen und da sind 12 solche Sticks drin, immer für einen halben Liter. Aber ihr könnt eigentlich auch mehr nehmen. Ich habe jetzt von Freunden gehört, die nehmen mehr. Wir haben ungefähr so ein Dreiviertel-Liter für uns ausgetestet. Man kann das bis auf einen Liter strecken. Wir nehmen jetzt Milch da in unsere Kanne. So, wir machen unsere Kanne jetzt nicht voll. Wir haben jetzt so ausprobiert, das sind jetzt ungefähr so ein Dreiviertel-Liter, 800 Milliliter. Kann man jetzt nicht so genau immer sehen. Und da kommt dann jetzt ein so ein Instick-Tütchen rein. Und das war's. Und das war, das kann man jetzt verrühren. Und dann soll man das eigentlich noch mal so eine halbe Stunde stehen lassen. Je länger man das jetzt stehen lässt, und ich habe jetzt natürlich kalte Milch genommen, man kann das jetzt im Kühlschrank stehen lassen noch mal, dann wird der Geschmack noch mal intensiver. Lassen wir unseren Kaffee kurz stehen, damit das noch ein bisschen intensiver werden kann. Und dann machen wir uns schon mal unsere Gläser fertig für den Eiskaffee. Kommt ja noch Eis mit rein. Man kann auch Eiswürfel nehmen. Man kann auch Eiswürfel nehmen, einfach. Geht auch. Aber da man, da ja Madame ein Feinschmecker ist, muss es Vanilleeis sein. Vanilleeis, genau. So, dann kommt da unser Eiskaffee drauf. Heute ist es auch wieder richtig heiß. Ich bin so froh, dass es noch rechtzeitig gekommen ist hier. Getränkepulver, das kann man sich so schnell einrühren, auch die Fruchtsorten, also das ist so lecker, einfach Wasser, da kannst du so ja einen Liter Wasser nehmen, obwohl ein halber Liter drauf steht, aber das ist eben immer Geschmackssache, einer will ein bisschen süßer, einer will ein bisschen kräftiger, einer will ein bisschen lascher, muss man sich ausprobieren. So, jetzt kommt noch ein bisschen Sahne drauf. Wenn das mal nicht lecker aussieht. Und lecker schmeckt. So, dann haben wir erstmal den Eiskaffee fertig und wir müssen jetzt erstmal unseren Eiskaffee trinken und ihr müsst warten, bis wir das nächste einrühren. Jetzt rühren wir uns als nächstes mal Typ Kakao oder Schoko ein.
Wir haben jetzt hier einen halben Liter Milch, habe ich jetzt mal abgemessen. Und darauf kommt dann ein Stick von diesem Kakaopulver. Wie gesagt, ohne Zucker, trotzdem ist es süß. Und lecker. Und lecker sind sie alle bis jetzt gewesen. Muss man wieder ein bisschen verrühren. Am besten dann wieder auch wieder einen Moment stehen lassen. So einfach. Ja, erstmal muss ich das auflösen jetzt. Das Kakaopulver kann sich jetzt in Ruhe hier ein bisschen auflösen. Mein Mann möchte jetzt in seinen Kakao noch ein bisschen Eis haben. Ja, ganz süßer Eis. Ist dann. Obwohl ja kein Zucker drin ist. Naja, aber jetzt hast du durch das Eis, hast du Zucker drin. So, da kommt dann jetzt der Kakao drauf. Passt fast alle drin. Und ein bisschen Sprühsahne. Wenn das mal gut aussieht. So, und jetzt brauchen wir noch wieder einen Strohhalm. Wir haben ja die Tollen aus Edelstahl immer wieder verwendbar. Die kommen dann einfach mit in die Geschirrspülerin. Schon haben wir einen Schoko-Milchshake eigentlich. Und jeder hat jetzt sein eigenes Getränk. Wir sind jetzt erstmal versorgt für den Abend. Ja. So, und ich möchte heute mal Mandarine. Das ist ja eigentlich nur ein Fruchtsaft, theoretisch. Ich habe mir jetzt schon mal so eine Flasche vom Wassersprudler schön mit kaltem Wasser vorbereitet, also schon mal eine Weile im Kühlschrank stehen gehabt, dass das wirklich schön kalt ist. Ich kann mein Getränk jetzt vorher einrühren und dann sprudeln. Kommt immer darauf an, was ihr für einen Wassersprudler habt. Ich habe hier einen Alles-Sprudler, also kann ich in meinem Gerät alles sprudeln, was ich habe. So, ich habe jetzt einfach meine Flasche geschüttelt. Sieht schon aus, als wenn Sprudel drin ist. Dann wird es jetzt hier sprudelt. Also ihr könntet theoretisch schon so trinken. Ich trinke mal einen Schluck so. Das schmeckt ohne Sprudel genauso gut. Ich mag es ohne Sprudel. Kann man ohne Sprudel schon trinken. Ist ganz lecker. So, jetzt muss mein Sprudeldingens drauf. Rein in meinen Sprudel. Feine Erfindung, ja. Feine Erfindung, das ist so cool, weil damit kannst du auch Cola wieder aufsprudeln, wenn die Blubberbläschen raus sind. So. Jetzt habe ich meinen Mandarinengeschmack mit Sprudel. Und lecker. Das ist edel. Kannst du überall hin mitnehmen und hast immer dein Getränk parat, was du. Wasser hast du überall. Gut, den Sprudler jetzt nicht, aber man kann es ja ohne Sprudel trinken. Das ist eine coole Sache. Also das ist jetzt für mich heute Abend. Jetzt wollen wir mal Karamellgeschmack ausprobieren und den kann man auch wieder in Milch einrühren. Und ihr könnt die ganze Sache auch in Quark oder Joghurt oder für Buttercreme oder sowas verwenden, für ganze Desserts und. Nur über 120 Grad sollte das nicht erhitzen, also nicht damit Kuchen backen, sondern nur für Cremes und sowas nehmen. So, jetzt kommt in 500 Milliliter wieder ein so ein Stick. Ist ja immer das Gleiche. Ihr könnt bis zu 700, 800 Milliliter, manche nehmen sie ja einen Liter. Bei Milch würde ich es jetzt nicht machen, aber könnt ihr euch ausprobieren, wie intensiv ihr das haben möchtet. Das wird sich erstmal wieder ein bisschen auflösen. So, und jetzt kann man die Karamell-Shake auch wieder mit Eis und Sahne genießen oder einfach pur. Das schmeckt pur schon ganz lecker. Mhm. Da braucht man ja nicht weitermachen. Die sind alle lecker, ey. Ja. Wir hatten euch ja nun schon einige von diesen Päckchen gezeigt, die wir uns ausgesucht hatten. Jetzt haben wir hier noch so eine Sorte Cola halt. Wir haben noch verschiedene Eisteesorten. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt heute mal noch einen Eistee. Jetzt habe ich da drei verschiedene Schwarztee
mit Hibiskus-Kirschblüte. Dann haben wir grünen Tee mit Mango-Maracuja. Das wäre natürlich was für mich jetzt hier. Und wir haben noch Eistee-Pfirsich-Geschmack. Ich nehme jetzt einfach hier mal Maracuja. Maracuja schmeckt mir im Moment richtig gut. Ich muss Maracuja-Früchte andauernd essen. Und jetzt probiere ich einfach mal den Eistee. Dann hatten wir euch ja schon gezeigt, dass wir hier die ganzen Milchsorten, die haben wir jetzt mittlerweile ausprobiert. Und vor allem auch die Fruchtsorten, dass man die toll nehmen kann. Auch für einen Quark, für Desserts. Na, Kuchen backen nicht, also das darf nicht über 120 Grad erhitzt werden. Aber für die Toppings kann man das super nehmen. Und das schmeckt wirklich toll. Das werde ich zum Backen mehr verwenden als zum Trinken, obwohl es zum Trinken auch richtig lecker ist. Und dann haben wir ja noch so einen Radler mitgenommen. Also wir machen uns heute einmal Eistee und einmal Radler. Und dann müsste das eigentlich reichen. Die Sorten sind alle toll. Also alles, was wir bis jetzt ausprobiert haben, ist richtig edel, richtig lecker. Dann haben wir festgestellt, wir haben jetzt hier solche Sprudelflaschen von unserem Alles-Sprudler. Da sind 0,75 Milliliter drin, also 750 Milliliter drin. Und das ist die richtige Mischung für einen so einen Stick. Das ist Größe S hier. Da gibt es verschiedene Größen, S, M, L. Da kann man 500 Milliliter, 1 Liter und 1,5 Liter mit den Größen so machen. Aber hier dieses S ist für 0,75 immer noch völlig ausreichend. Machen wir jetzt also mal einen Radler. Da bin ich schon eine ganze Weile gespannt drauf. Aber man will das ja auch trinken und nicht einfach bloß anrühren. So, eins da rein. Das wäre jetzt hier Radler. Und dann machen wir Eistee, Grüntee, Maracuja. Machen wir hier rein. Und das hatten wir bei den anderen auch schon öfter erwähnt, wenn er das jetzt erstmal eine halbe Stunde in den Kühlschrank stellt, sowieso mit kaltem Wasser, kalter Milch anrühren. Und wenn er das dann noch eine halbe Stunde kühl stellt, dann entfaltet sich der Geschmack noch mal viel besser. Also das muss ruhig eine Weile ziehen. Ja, ihr könntet aber schon fertig machen und dann kühl stellen. Ja, ja, fertig machen und jetzt kühl stellen. Ja. Man kann es auch gleich trinken, also es schmeckt sofort, aber schmeckt noch besser, wenn eine Weile gestanden hat. So, jetzt muss ich das natürlich. Umso älter, umso besser. Genau. Ist ja wie mit uns. Ja, das stimmt. Bei dem Radler habe ich mich jetzt entschlossen, das wirklich noch zu sprudeln. Radler hat ja eigentlich auch Sprudel. Aber wie gesagt, man kann es auch ohne Sprudel trinken. Schmeckt trotzdem. Wir sprudeln es. Feine Erfindung, ja, mit den Sprudler. Mit dem alles Sprudler, das ist so cool, du kannst alles sprudeln, sagt ja schon der Name. Wenn ihr einen normalen Wassersprudler habt, dann sprudelt da erst das Wasser und kippt dann eben das Pulver rein. Das geht natürlich auch. So, schnuppert ein bisschen wie Bier und Brause, so sollte ja auch sein. Radler ist ja nun mal ein bisschen Bier und Brause, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir haben festgestellt, es hat sogar ein bisschen Biergeschmack. Das hat bisschen mit drin. Schmeckt wie richtig Radler. Richtig Radler. Also ich habe es jetzt Freunden schon empfohlen mittlerweile, die sich das auch schon zugelegt haben und alle sind bisher begeistert. Deswegen haben wir gesagt, wir zeigen es euch auch, weil wir halt auch so begeistert sind. Und bei dem Eistee kann man auch überlegen, sprudelt man es oder nicht. Aber Eistee ist eigentlich ohne Sprudel. Obwohl ich ja immer Sprudel mag, kann man ja immer noch machen. Ja, das ist ja eine Geschmackssache. Kann man ja beim nächsten machen. Also mit dem Sprudler ist schon nicht schlecht, wenn ihr sowas zu Hause habt. Jetzt probieren wir den Eistee. Also wir haben bisher keine Sorte gefunden, die nicht schmeckt. Obwohl ich immer ein bisschen wählerisch bin mit meinen Sachen, was ich so trinke oder esse. Es gibt so eine großen Packung mit 46 verschiedenen Sticks. Oder da sind dann vielleicht auch ein paar doppelt drin oder so. Ich weiß gar nicht. Es gibt jedenfalls mit 46 Sticks und mit 24 Sticks oder sowas. Da kann man erstmal so eine Probierpackung kaufen, sich bestellen und dann eben mal ausprobieren, was einem schmeckt. Und dann kann man ja immer noch diese ganzen Packungen, reine Packungen kaufen, die man sich dann ausgesucht hat. Ist vielleicht erstmal eine coole Idee. Ja, kannst du nicht verkehrt machen. Wenn ich sage, das schmeckt. Schmecken alle. Und da waren alle. Und vor allem zuckerfrei. Ich bin ja eigentlich eine Süße. Ich sage ja immer, ich bin eine Süße. Und trotzdem schmecken die. Obwohl die zuckerfrei sind. Was ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass man da keine Zusätze reinmachen muss. Kein Zucker, kein nichts, gar nichts. Und wie gesagt, wenn du jetzt einen Quark anrührst und du machst ja dann eben den Mango-Geschmack damit rein, hast du den Quark mit Mango-Geschmack, aber und ohne Zucker. Gesüßt. Ohne Zucker. Das ist Wahnsinn, oder? Ist schon also jede. Wer das hier erfunden hat, Hut der ab. Hat der Menschheit einen Gefallen getan. Wir verlinken euch, wo man das bekommen kann.
Und mit diesen Fruchtsorten werde ich mehr an Desserts noch machen, weil das edel ist. Hat man immer einen Geschmack mit bei, wo man sonst überlegt, wie mache ich jetzt Geschmack in meine Buttercreme oder in meinen Quark oder Joghurt, so ein Stick darin, fertig ist. So, also bleibt weiterhin neugierig. Schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten Sachen, die wir so finden. Aber nur, wenn wir sie selber lecker finden. Und die sind lecker.